So Freunde, heute gibt es Chili con Carne aus dem Dutch Oven. Und das Ganze habe ich mir so gelöst, indem ich einfach den Deckel vom 14er genommen habe und da drin die Kohlen geschichtet habe und mit dem 12er hier arbeite heute. Jo, als Zutaten habe ich mir einfach mal ein bisschen Bacon klein geschnitten. Hier habe ich schon einiges vorbereitet. Wir haben Kidneybohnen, wir haben weiße Bohnen, wir haben gemischtes Hackfleisch. Zwiebeln, da kommen noch ein bisschen passierte Tomaten rein. Das Ganze wird mit ein bisschen geräucherten Paprika gewürzt, abgelöscht. Schön mit einem Rotwein und natürlich auch mit ein bisschen Tomatenmark und Knoblauch. Und jo, los geht's. Die besten Sachen habe ich natürlich vergessen. Es kommt noch ein Espresso mit rein, es kommt ein bisschen Kakao rein und natürlich Chili. Sonst wird das Ganze ja dem Namen gar nicht gerecht werden. So, Speck, Zwiebeln und Fleisch haben wir ein bisschen anbraten lassen. Und mit ein bisschen Tomatenmark noch vermengt. Das Ganze auch kurz ein bisschen anbraten lassen, damit sich unten ein bisschen Aromen bilden. Dann mit dem Rotwein abgelöscht. Das Ganze auch wieder ein bisschen köcheln lassen. Und jetzt die Tomaten, also das Fruchtfleisch von den Tomaten, dazugegeben, den Knoblauch und ein bisschen abgeschmeckt mit Pfeffersalz und dem geräucherten Paprika und dann haben wir noch Räuchersalz mit Old Hickory Geschmack. So, jetzt zum Schluss habe ich noch die Bohnen draufgegeben, dass wir so ein bisschen Baked Beans quasi erstmal machen. Und die vermenge ich dann zum Schluss. Da seht ihr sie schon. Lasse ich jetzt noch ein bisschen backen da oben drauf, bevor ich es vermenge. Und dann schauen wir mal. So, jetzt sind noch mal ein paar Minuten vergangen und wir werden die Jungs jetzt vermengen. Von dem Rotwein. Genial. Jo. Jetzt kommt noch ein bisschen was dazu. Ich denke noch ein Schuss Rotwein und vielleicht noch mal ein klein bisschen so Rinderfond. Und damit wir eine schöne Konsistenz haben. Und dann lasse ich es noch ein bisschen köcheln und dann haben wir es schon. Mahlzeit heißt es denn.